Ja, guten Morgen, liebe Facebook-Freunde. Heute will ich euch mal unsere Kinderlehrküche zeigen in einem Film. Kommt einfach mal mit. Kinderpatenschaften, Keeper Cash for Kids ist das Projekt. Und ich möchte euch gerne mal die Küche zeigen. Kommt einfach mal mit. Ja, hier hat früher eine ältere Dame gewohnt. Sie ist leider verstorben. Es sind ungefähr 52 Quadratmeter und wir haben diese Wohnung angemietet und wollen hier eine Kinderlehrküche einrichten. Und es gab schon sehr viel zu tun. Einige Unternehmen waren schon bei uns und wir wollen uns jetzt mal die Räumlichkeiten anschauen. Ja, viele Kabel. Die Firma Fenn hat schon neue Kabel gelegt. Es muss noch ein neuer Schaltkasten angebracht werden. Und hier haben wir einen kleinen Blick in das wunderschöne Badezimmer. Ich würde am liebsten selber dort duschen. Es ist wirklich toll geworden. Werft einfach mal einen Blick rein. Neue Fliesen, neuer Boden mit einer Dusche. Wir gehen weiter in den nächsten Raum und das ist der Tagungsraum. Ja, in diesem Tagungsraum wollen wir den Kindern, aber auch den Eltern, ja, einen Vortrag halten über gesunde Ernährung. Hier sollen die Kinder lernen und auch zusammen mit den Köchen aufschreiben, was sie kochen möchten, was sie backen möchten. Die Zutaten werden dann eingekauft gemeinsam und natürlich, wenn die Speisen zubereitet worden sind, wird auch hier gegessen am Abend oder spät Nachmittag. Wollen wir hier auch Kurse anbieten über gesunde Ernährung, nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Eltern. Und das wird als Tagungsraum hier wunderschön eingerichtet werden. Die Bestuhlung haben wir schon bekommen, darüber sind wir sehr froh. Ja, und jetzt gehen wir in den eigentlichen Raum, denn hier wird gekocht und gebacken. Ja, hier hat die Firma Schornstein aus Marxloh schon fleißig gefliest, wie man sieht. Auch hier sind noch Arbeiten zu tätigen. Die Decke hat natürlich einige Löcher. Es ist eine Aschendecke. Wir müssen, so wie es aussieht, eine neue Decke einziehen, entweder abhängen oder auch vielleicht eine neue Decke unterbringen, damit hier nichts passieren kann. Der Boden muss noch gelegt werden. Die Firma Keusken wird es tun in wenigen Tagen. Und ja, die Kücheneinrichtung ist schon bestellt. Ich denke, in 2 Wochen wird sie kommen. Und dann werden die Kinder hier mit den Köchen fleißig kochen und backen. Und wir haben eine kleine Waschküche. Ja, hier sieht es noch ein bisschen nach Schutt aus, nach Arbeit aus. Hier haben wir eine kleine Waschküche. Und hier soll natürlich klar das Geschirr und alles gewaschen werden, gespült werden. Aber auch Obst und Gemüse, Salat sollen hier zubereitet werden, gewaschen werden. Und ja, ich denke, die Kinder haben sehr viel Spaß. Ja, hier ist ein kleiner Ausgang. Hier haben wir eine neue Tür einbauen müssen. Und ca. 5 Meter von hier kommt man schon in unserem Sozialcafé. Also die Köche haben da einen kurzen Weg. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen kleinen Einblick gewonnen hier in dieser Kinderlehrküche. Wir brauchen natürlich noch Sponsoren und es wäre toll, wenn ihr eure Freunde, Bekannte mal fragen würdet. Und wir hoffen auf eure Unterstützung. Vielen Dank und morgen geht's weiter.